Schönen guten Tag, liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu einem neuen DAF-Interview. Megatrends sind die sicherste Geldanlage der Welt, das sagen zumindest einige Experten. Und gerade jetzt in diesem eher schwachen Marktumfeld, da kann mit gezieltem Stockpicking auch die richtigen Perlen gefunden werden und man kann daran verdienen. Und im heutigen Interview, da schauen wir gemeinsam mit dem Trendfolger Michael Proffe mal, bei welchen Megatrends es sich lohnt zu investieren. Schönen guten Tag, Herr Proffe. Wir haben uns ja schon häufig über den US-Markt unterhalten und bei den Indizes S&P 500 und bei der Nasdaq, da ist im ersten Halbjahr 2015 nicht so viel passiert. Es gibt aber einen Wert und den kennt im wahrsten Sinne des Wortes jedes Kind und der fällt hier mit einer starken Performance auf. Welcher Wert ist das? Ja, schönen guten Tag, Frau Klar. Ja, wir haben Sommerzeit und Ferienzeit und ich denke mal, Millionen Kinder werden in diesem Sommer und natürlich auch Millionen Erwachsene und die Eltern dabei wieder in den großen Parks von Disney ihren Spaß haben. Und nicht nur in den Parks von Disney, sie werden auch wieder im Herbst ganz viele Disney-Filme in den Kinos sehen. Also Disney kennt, wie Sie schon gesagt haben, jedes Kind auf dieser Welt oder jeder Erwachsene auch. Ich bin auch mit Disney groß geworden. Und wenn wir uns mal anschauen, wie sich diese Aktie allein in diesem Jahr entwickelt hat, da habe ich einen Chart mitgebracht, um das mal zu verdeutlichen. Allein in diesem Jahr hat die Aktie bereits 38% zulegen können. Im gleichen Zeitraum hat der S&P 500, also der größte Index der Welt, wo die 500 größten Unternehmen der Welt abgelichtet werden, magere 2% zugelegt. Also das ist schon eine Wahnsinnshausnummer, diese 38%. Und dieses Unternehmen schafft es auch, von Jahr zu Jahr die Umsätze zu steigen und hat so gerade auch aktuell die Dividende erhöht. Also die Aktionäre haben auch was, wenn sie jetzt gerade Dividenden beziehen. Und natürlich hat ein Aktionär ganz besonders viel davon, wenn er diese Aktie begleitet. 38% in 7 Monaten. Liebe Leute, wenn Sie ein Sparbuch haben und keine Aktien haben, aber mit Ihren Kindern oder selber nach Disney gehen und sich da einen schönen Tag machen, dann überlegen Sie mal, wofür Sie das Geld ausgeben und kaufen sich auch eine Aktie. Denn so eine Performance können Sie in Zukunft auch haben. Herr Proffe, lassen Sie uns doch mal den Vergleich der Disney-Performance mit der des S&P 500 ziehen. Was fällt denn hier auf? Ja, man kann natürlich sagen, ja, ganz toll gewesen, 7 Monate, 38% eine Eintagsfliege. Nein, das war keine Eintagsfliege. Dazu habe ich den Vergleich über die letzten 4 Jahre mitgebracht mit dem S&P 500. Und da wird das ganz deutlich, dass das keine Eintagsfliege von Disney ist, sondern dass hier dieses Unternehmen über Jahre etwas aufgebaut hat, ja, seit Jahren steigende Umsätze und Gewinne hat. Wir sehen hier die rote Linie dort unten in dem grünen Chartbild. Das ist der S&P 500 mit 62%. Ja, der ist auch seit 4 Jahren in einem ganz klaren Aufwärtstrend. Hier konnte man in den letzten Jahren Geld verdienen. Aber darüber sehen wir die Disney-Aktie mit 320%. Das ist also Stockpicking, wenn man nicht nur auf den Markt schaut, sondern in den Markt hineinschaut und sich die Perlen dabei rausholt. Und das können wir ganz deutlich sehen. Disney hat die letzten 4 Jahre so deutlich gezeigt, wie sie den Markt outperformen kann. Und das wird die Aktie auch in Zukunft machen. Also ich rechne damit, dass die Aktie nach meinen Berechnungen, meiner Trendfolgeberechnung, in den nächsten 12 Monaten weiteres Potenzial von 50% hat und über die Jahre hinaus, wenn die Geschäfte so weiterlaufen, das Management weiterhin so gut arbeitet, die Parks weiterhin so gut ankommen, die Filme weiterhin so gut besucht werden, dass dieses Unternehmen diesen langjährigen Aufwärtstrend auch in den nächsten Jahren halten wird. Also jeder, der sich Disney-Filme anschaut, jeder, der in so einen Park geht, soll sich überlegen, das viele Geld, was er da ausgibt, das kann er sich als Aktionär jedes Jahr wieder reinholen. Es wird aber nicht nur in der Unterhaltungssparte viel Geld verdient, sondern auch die Finanzdienstleister, die stehen ja sehr gut da. Und zu den bekanntesten zählt hier in den USA auch Wells Fargo. Was überzeugt Sie denn an Wells Fargo? Ja, viele kennen den Namen vielleicht aus den unzähligen Westernfilmen, die wir seit Jahrzehnten sehen. Da kommt der Name ja immer mal wieder vor. Es ist ja so, vieles will finanziert werden, auch in dem Bereich der Unterhaltungs- und Freizeitbranche muss ja alles immer finanziert werden. Und wir sehen ja, da brummt das Geschäft. Und dann ist es natürlich auch nicht verwunderlich, wenn so ein Finanzdienstleister, der vieles an den anbietet, auch Versicherungen zu diesen ganzen Bereichen, ebenfalls gute Geschäfte macht. Und auch Wells Fargo hat im Laufe dieses Jahres, also über die letzten 7 Monate, ein wunderbares Geschäft hingelegt. Die Aktie konnte sich um 16% entwickeln und im Vergleich dazu sehen wir den S&P 500 mit 2%. Das ist schon mal eine Hausmarke. Also bevor ich in einen breiten Index investiere oder mich danach orientiere, ob ich überhaupt in den Aktienmarkt gehe, gucke ich doch lieber differenziert in den Markt hinein und suche mir diese Perlen raus. Und Wells Fargo war in diesem Jahr bereits eine wunderbare Perle, wo man gut Geld mitverdienen konnte. Herr Proffe, auch hier wollen wir uns nochmal den Einzelwert Wells Fargo mit dem dazugehörigen Index etwas näher anschauen. Ja, und die S&P-Performance, die kann da nicht so ganz mithalten auf längere Sicht gesehen, oder?
Nein, wir sehen ein ähnliches Bild, wie wir das vorher bei Disney gesehen haben. Auch hier sehen wir die Entwicklung über die letzten 4 Jahre. Natürlich, der S&P, wie gesagt, ist wunderbar gelaufen, läuft immer noch in einem stabilen Aufwärtstrend, hat 62% gemacht. Geht man aber in den Index rein und holt sich die Perlen raus, dann trifft man auch auf eine Wells Fargo. Die hat ihr Kapital in dieser Zeit verdreifacht, also 200% zulegen können. Die Aktie liegt auf einem ganz stabilen Aufwärtstrend. Wir sehen auch, wenn wir uns den Verlauf angucken, ganz geringe Schwankungen. Nun, das ist etwas für einen Anleger, der langfristig denkt, über Jahre hinaus, der sein Geld sicher angelegt haben möchte, der eine hohe Rendite haben will und besser als der Markt performen will. Das Unternehmen hat, wie gesagt, in den ersten Monaten dieses Jahres bereits 60% zugelegt. In den nächsten 12 Monaten sind weitere 30-40% Kurssteigerungen drin. Das geben die Auftragsbücher des Unternehmens mit. Auch Wells Fargo hat den Ausblick fürs Jahr wieder angehoben. Die Geschäfte brummen also. Das bedeutet, das Unternehmen wird auch in der nächsten Zeit den Markt outperformen. Und wenn der Markt gewisse Schwäche zeigt, sollte der Aktionär nicht vom Markt weggehen, sondern genau hingucken, weil es gibt immer diese Perlen da drin, diese Megatrends, und die sollte er suchen, und da kann er zu jeder Zeit sehr viel Geld mit verdienen und halt ruhig schlafen. Herr Proffe, allerletzte Frage, um noch mal schnell auf das Thema Disney zurückzukommen. Können Sie sich noch an Ihren allerersten Disney-Film erinnern? An meinen allerersten Disney-Film? Ich glaube, das war Bambi. Das war auch meiner. Das würde ja fast hinkommen. Herr Proffe, vielen Dank für dieses Interview. Bis zum nächsten Sehr Mal. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Liebe Zuschauer, vielleicht war auch Bambi Ihr erster Disney-Film und vielleicht wollen auch Sie jetzt mit Disney Geld verdienen. Ich sage auf jeden Fall erstmal besten Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.